Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die Vermittlungsnachricht unserer heutigen Folge fällt nicht sehr gut aus. Der vor einer Woche vorgestellte Beagle Pete hatte zwar einen Interessenten, aber die Chemie zwischen Hund und Mensch stimmte nicht. Pete's Interessent will aber einen anderen Hund aus der Achinoa ein neues Zuhause geben und das ist ja sehr positiv. Des einen Leid ist hier sprichwörtlich des anderen Freud. Außerdem haben sich für das ebenfalls vor einer Woche vorgestellte Fundkaninchen aus Seebergen leider keine Besitzer gemeldet. Das Nickelnäschen sucht nun ein neues Zuhause. Heute stellen wir zwei gefundene Katzenmädchen vor, für die erst einmal die Besitzer gesucht werden. Am Hotel Lindenhof in Gotha hielt sich die erste, sehr zahme, grauge Tiger-Temize auf. Am 24. Mai wurde sie zu Achinoa gebracht. Das Katzenmädchen wird auf ungefähr ein Jahr geschätzt. Sie ist gepflegt und handsam, so dass Tierheimleiterin Katrin Mattes annimmt, dass das Kätzchen ein Zuhause hat. Auf diesem Weg sollen sie ihre Besitzer erkennen und schnell abholen. Katzenmädchen Nummer 2 wurde ebenfalls am 24. Mai gefunden, und zwar in Tüttleben. Dieses auch noch junge Miezchen wird auf ungefähr 2 Jahre geschätzt. Es ist ebenfalls getigert und hat als Besonderheit rötliche Flecken. Auch dieses Katzenmädchen ist sehr lieb und lässt sich gern streicheln, ist aber in der Gefangenschaft etwas scheu. Wie ihre Leidensgenossin sieht auch diese Mieze gepflegt aus. Für sie werden auch die Besitzer gesucht. Sollten sich für die beiden sanften, kuscheligen Katzenmädchen keine Besitzer melden, suchen sie so schnell wie möglich ein neues Revier mit Freigang und allem, was für ein schönes Katzenleben wichtig ist.